Ich bin mir sicher, dass jeder von euch Couscous kennt und ich möchte euch mal eine süße Variante zeigen. Die esse ich nämlich ganz gerne, obwohl ich sonst gar nicht so Milchreis und so Milchnudeln und sowas gerne esse. Aber süßen Couscous esse ich gerne und deswegen kommt jetzt für euch das Rezept. Wir beginnen damit, einen Topf auf den Herd zu setzen und in den Topf geben wir 420 Gramm, ungefähr 420 Gramm Orangensaft. Ich verwende einfach einen aus dem Tetrapack, der keine Zusatzstoffe laut Packungsanleitung besitzt. Außerdem geben wir etwas Zimt hinzu, wenn ihr Zimt mögt, natürlich nur. Bei mir kann es nirgendwo genug Zimt geben, deswegen gebe ich mir gleich die doppelte Menge hinzu. Etwas Vanilleextrakt. Einen Sternanis und eine Nelke. Nun einmal kurz umrühren und dann das Ganze erwärmen. Es darf nicht kochen, deswegen nur erwärmen Sie ungefähr auf 60-70 Grad. Zum Testen, wie warm es ist, könnt ihr auch immer mal eure Hand drüber halten, dann merkt ihr schon, ob Wärme aufsteigt oder noch nicht. Ihr könnt natürlich auch in den Orangensaft fassen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Wenn ihr euch sicher seid, dass der Orangensaft warm genug ist, gebt ihr euren Couscous hinzu, 250 Gramm. Rührt diesen einmal kurz ein und stellt den Herd komplett aus. Unser Couscous braucht nun etwas Zeit, um die Flüssigkeit aufzuziehen, ungefähr 10 Minuten und dann können wir auch schon servieren, aber ich zeige euch gleich nochmal, wie er im Topf aussieht, wenn er durchgezogen ist. Nach den 10 Minuten sollte euer Couscous ungefähr so aussehen. Er ist ein bisschen fester geworden. Ihr könnt ihn mit einem Löffel wieder etwas auflockern und könnt ihn dann auch schon servieren. Aufpassen beim Umrühren. Ich bin da immer Profi drin, dass der Couscous dann in der ganzen Küche verteilt ist. Ihr könnt euren süßen Couscous jetzt so essen, aber ich finde, er wirkt dann immer ein bisschen trocken. Deswegen gebe ich mir Apfelmus drauf. Einfach nur ein paar Löffel. Ihr könnt auch noch auf den Apfelmus Zimt geben, wenn ihr möchtet. So mache ich es gleich auch. Oder Joghurt dazu reichen oder eine Marmelade. Ganz wie ihr möchtet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Freude beim Nachmachen, einen guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!